Ich bin heute Host für die Show und zusammen mit mir in der Technik Miss Hello, Annika. Hello. Genau. Okay, ich bin kein Fan von unserer großen Technik-Cam hier. Das wird hoffentlich bald wieder geändert. Genau, wir haben heute eine andere Kamera hier. Ich mag das gerne, wenn ich nur so das kleine Viereck unten im Bild bin. Genau, ihr wisst, wie es geht. 12 Fragen, heute so ein guter Fragemix, also ganz unterschiedliche Sachen. Ich finde die Fragen heute sehr spannend. Hoffe ihr auch. Und natürlich gibt es auch heute einen tollen Preispot und zwar ganze 400 Euro. Yes. Genau, Tipps zum Backstage-Szenen gibt es bei unserem Insta-Channel. Da gibt es auch tolle Videos von Jan. Die Jan vermissen, ich poste da mal ganz viel. Heißt, folgt uns da gern, lasst uns gerne ein paar Herzchen da und ihr werdet es nicht freuen. Nächste Woche wieder tolle Sachen und zwar am Montag, also schon morgen, mit Annika hier als Host. Richtig oder falsch Quiz. Yeah. Und Dienstag natürlich unser Sportquiz. Um 20.45 Uhr, aber um 20.15 Uhr wieder ein ganz normal. Genau, 20.15 Uhr normal, 20.45 Uhr Sport und heute natürlich um 20.45 Uhr unser Wochenfinale. Und ihr könnt erst natürlich noch Punkte fürs Wochenfinale sammeln. Damit ihr euch qualifiziert. Genau, also Leute, ich würde sagen, es wird langsam Zeit. Wir fangen mit der ersten Frage an und für alle, die noch einen Punkt fürs Wochenfinale brauchen, schafft ihr auf jeden Fall. Auf geht's mit Frage Nummer 1. Wie lautet ein bekanntes Sprichwort? Es ist noch kein Meister verloren gegangen, vom Himmel gefallen, anerkannt worden oder begraben worden. Genau, ein Sprichwort, das ich würde sagen, viele kennen sollten. Fragt gerade noch mal jemand, wer hat Mittwoch gewonnen? Finnland hat Mittwoch gewonnen, wir leider nicht. Leider nicht, aber nächstes Mal. Ich glaube, Finnland war besser mit im Chat die Fragen vorsagen als ihr. Wir müssen nächstes Mal besser machen. Richtige Antwort natürlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das wussten. Es lädt, es lädt, es lädt. Schon 10.500, das kostet mal, der App ist schon hier noch nicht. 10.534 Leute sind dabei und gehen mit uns zu Frage Nummer 2 und da schauen wir uns ein Bild an. Wie heißt diese deutsche TV-Moderatorin und Schauspielerin? Ilka Bessin, Charlotte Engelhardt, Barbara Schöneberger oder Ina Müller? Genau, sie ist nicht nur TV-Moderatorin und Schauspielerin, sondern auch Fernseh- und Radio. Oder Fernseh. Ja, Radiomoderatorin, Entertainerin und Sängerin. Ich weiß aber gar nicht, was für ein Lied sie hat. Du, Anni? Nee, kennt ihr ein Lied von dieser Frau? Könnt ihr es gerne in den Chat schreiben? Wer ist das denn gewesen, Christina? Das ist, ich sehe schon ganz viel im Chat, Barbara Schöneberger. Und das wussten 10.400 Leute. Und wenn ihr wisst, was für ein Lied sie gesungen hat, dann schreibt es gerne. Sie singt immer über Männer, sagt er immer. Singt immer noch. Männer muss man loben. Mhm. Weiter geht's mit Frage Nummer 3. Wir wollen von euch wissen, was ist ein Schmetterling, ein Insekt oder ein Spinnentier? Es gibt knapp 160.000 Arten, 130 Familien, 46 Überfamilien und zusammen mit den Zweiflügern und nach den Käfern ist das die artenreichste Insektenordnung. Also, habt ihr schon gehört, dass die richtige Antwort Insekt ist und nicht Spinnentier? Wir schauen mal, wie viele das wussten. 9.927. Nicht schlecht. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und auch hier haben wir ein Video. Aus welcher Filmreihe stammt dieses Wesen? Der Herr der Ringe, Harry Potter, Fluch der Karibik oder die Chroniken von Narnia? Können wir sagen, Annika, wir haben ja schon zwei Quizze über... Nee, wir haben schon, genau, Quizze. Wir haben zwei dieser Reihen schon Quizze gehabt. Und wir haben über diese Reihe schon eins gehabt. Also das ist schon mal ein kleiner Tipp hier. Genau, und wir haben noch nie einen Fluch der Karibik-Quiz gehabt. Wir hatten noch nie einen Chroniken von Narnia-Quiz gehabt. Wir hatten aber Harry Potter und der Herr der Ringe. Und das war nicht Dobby aus Harry Potter, das war natürlich Gollum aus Der Herr der Ringe und 9.742 immer noch mit dabei. Da sagt direkt jemand, bitte nochmal. Nochmal ein Herr der Ringe-Quiz. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das gerne, jemand will Fluch der Karibik. Ja, vielleicht können wir uns nochmal Narnia und Fluch der Karibik angucken. Wir überlegen es uns auf jeden Fall. Weiter geht's mit Frage Nummer 5. Woraus bestehen Sojabohnen zu etwa 40%? Antioxidantien, Kohlenhydrate, Eiweiße oder Fett? Es ist witzig, weil der Chat ist sehr gespalten, was Herr der Ringe angeht. Die eine Hälfte sagt, ja, Herr der Ringe, und die andere sagt, nein. Aber ist ja auch, ich glaube, ja, die Hälfte der Bevölkerung mag wohl Herr der Ringe, die andere nicht, so ungefähr. Da scheiden sich die Geister. Genau, da schneiden sich echt die Geister.
Auf jeden Fall enthalten Sojabohnen genau 37% Eiweiß oder etwa 37% Eiweiß. Und als Nahrung ist die Eiweißqualität mit der von tierischem Eiweiß vergleichbar, was Sojabohne genau von anderen Pflanzen abhebt und auch für Vegetarier und Veganer sehr beliebt macht. Weiter geht's mit Frage Nummer 6. Wer war der letzte deutsche Kaiser? Wilhelm I., Friedrich III., Friedrich Wilhelm IV. Oder Wilhelm II.? Also alle gleich, ne? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Vor allem, wenn man den ganzen Namen von ihm hört, wüsste man noch nicht genau, was es ist. Genau, er hieß mit ganzem Namen oder mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen. Und er war der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen von 1888 bis 1918. Und das war Wilhelm II. Yes. 6.000 Busen aus 1.000 haben den falschen Friedrich Wilhelm angeklickt. Aber jemand habt ihr in Geschichte aufgepasst. Letzte Frage für den Rettungsring, Frage Nummer 7. Und da wollen wir von euch wissen, welches Sternzeichen folgt auf Fische? Zwillinge, Widder, Schütze oder Wassermann? Annika, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich bin Skorpion, ich bin Ende Oktober. Du, Christina? Wassermann, ich bin am Anfang Februar geboren. März ist ja, Fische ist ja März, Mitte März, ja. Ende Februar. Und danach kommt Widder und das ist Anfang, Mitte April oder Ende März. Also jetzt wahrscheinlich schon, oder? Und jetzt sind aber viele rausgeflogen. 4.407 haben es gewusst, aber 1.000 dachten, es wäre Zwillinge. Oh. Astronomie ist nicht unsere Stärke. Astrologie könnt ihr nochmal nachlesen. Hoffe, dass ihr alle euren Rettungsring angewendet habt. Und wir machen weiter mit Frage Nummer 8. Wo spielt William Goldings Roman Herr der Fliegen? Südseeinsel, Kamerun, Londoner Vorstadt oder Haiti? Frag da jemand nach einem Jane Austen-Quiz. Fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr Nische. Aber Literatur-Quiz, Astrologie-Quiz. Kaninchen-Quiz, sagt da jemand? Genau, hast du das Buch gelesen? Den Roman? Nee, ich habe tatsächlich mal einen anderen Roman gelesen, der darauf basiert, aber nicht das eigentliche. Genau, ist Goldings erster Roman, war auch sein erfolgreichster und das spielte auf den Südseeinseln. 3.006 Leute auch mit dabei und mit denen gehen wir weiter zu Frage Nummer 9 und da wollen wir wissen, unter welchem Namen kennt man das Musical Anatevka im Englischen? Fiddler on the Roof, Annie, Sound of Music, Annie, Get Your Gun. Jemand fragt nach einem Länderumrisse-Quiz. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Länderumrisse, aber ich finde allgemein kann man noch mal viel mehr Länderquizze machen. Ja. Und ich habe auch gerade noch jemand nach einem Hundequiz fragen sehen und da habe ich, glaube ich, ganz gute Neuigkeiten für dich. Hundequiz, nächster Monat. Das könnte im April vielleicht wiederkommen. Und da will Annika natürlich dabei sein, oder? Auf jeden Fall. Direkt schon angemerkt, dass ich hier sein möchte. Tatort-Quiz, Medizin, Schlager-Quiz, Astrologie-Quiz. Astrologie würde ich sagen, nein, weil da sind ja gerade echt viele rausgeflogen. Richtige Antwort auf jeden Fall, Fiddler on the Roof. Und das wussten 1.424, gar nicht mehr so viele mit dabei. Noch 3 Fragen gibt's. Noch 3 Fragen und vor Frage 10 ein Bild für euch. Wie heißt denn dieses Musikinstrument? Fender Rhodes, Mellotron, Cembalo oder Hammond-Orgel? Pferdequiz. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann die Live-Tiere im Studio zu haben. Ja, Game of Thrones auch. Ich hätte gerne einen Katzenquiz, aber die Katzen kann man auch schwer. Die sind halt, die machen nicht so gut. Die laufen nicht so an der Leine, ne? Auf jeden Fall ist das ein Tasteninstrument, das mit breiten Tonbändern arbeitet und da werden individuelle Töne als aufgenommene Klänge von bestimmten Musikinstrumenten gespeichert, wie zum Beispiel Violine oder Trompete und das Ganze ein Mellotron. Gott! Da haben wir viele verloren. Wow! 236 noch mit dabei und mit denen. Oh Gott, ich bin auch. Da sind viele rausgeflogen. Frage Nummer 11, machen wir einfach mal schnell weiter. Welches dieser Länder hat eine Planhauptstadt? China, Vereinigte Arabische Emirate oder Russland oder Australien? Eieiei. Oh, bin ich ganz raus aus dem Konzept. Ich bin auch ganz oh, heute wird es wieder ein schöner Gewinn. Ich sehe auch gerade Asterix-Quiz, das könnte ich mir vielleicht auch so, aber Comics vielleicht, ja. Gilmore Girls-Quiz habe ich auch schon mal gelesen, wäre ich selber voll dabei, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar mehr. Genau. Ich kann schon mal sagen, dass es eine Hauptstadt gab, und um keine Streitigkeiten mit anderen Städten zu schaffen, diesmal eine Plauenhauptstadt erbauen. Und welche war das, Annika? Canberra. Das war Canberra und das war in Australien. 95 Leute. Oh Gott, wir verlieren hier viel zu viele noch.
Heute gibt es viel Geld für unsere letzte Frage. Frage Nummer 12. Oh, ich bin auch ein bisschen geschockt gerade. So viel hintereinander. Wir wollen wissen, wovon handelt die Titius-Bode-Reihe? Lichtgeschwindigkeit, Stärke, Sonnensystem und Elektronik? Da sagt auch direkt jemand Ciao Kakao. Autumn Breeze ist raus. Ciao Kakao, genau. Daniel Titius eine numerische Beziehung und da man schon der Planeten von der Sonne. Und darum ist die richtige Antwort Sonnensystem. Und wir haben heute nur 44 Gewinner. Richtig schwer, sagt da jemand. 6,82 € pro Person. Nicht vergessen, das Geld könnt ihr spenden. Könnt euch auch was Tolles für euch selber kaufen. Also 6 Euro kann man schon Kaffee und Kuchen bekommen. Mhm. Und wir schauen uns mal die Gewinner an. Laubenengel in der FTW, Lulu 84, Wally 66, Sachti 87, Ul 550, Monragon 42, Julia und Bernd Grode und Simply the Best. Herzlichen Glückwunsch an die wenigen Gewinner. Heute sehr, sehr gut mitgespielt. Das Quiz war heute echt schwer, aber 44 Leute haben es geschafft. Nicht vergesst, gleich nochmal das Wochenfinale um 20:45 am Montag. Wahr oder falsch? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch, genau. Quiz. Und Dienstag normales Quiz und Sportquiz. Und für heute sagen wir, wie ihr schon gesagt habt, ciao, ciao, Kakao. Sagen tschüss, schönen Sonntagabend noch. Und bis gleich, bis gleich. Die kommen. Ja, also das mit dem Melotron, das hätte ich auch nicht gedacht. Da sind ja echt viele rausgefallen. Und na gut, ich sag mal, Tasteninstrumente sehen auch irgendwo relativ ähnlich aus. War ja auch wieder Klavier ähnlich. Na dann würde ich sagen, bis gleich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.